Die Gleichungen, die man dann in der speziellen Relativitätstheorie hinschreibt und erst recht in der allgemeinen Relativitätstheorie, die sehen auf den ersten Blick ungewöhnlich aus für das ungeübte Auge. Das hier ist zum Beispiel die Gleichung für die Bewegung eines geladenen Teilchens in einem Feld. Ich möchte nun anfangen zu erklären, was das denn hier mit den griechischen Buchstaben auf sich hat, die dann teilweise oben und unten erscheinen. Es geht um Ko- und Kontravarianz und es geht um Tensoren. Diese Variablen mit Indizes hier sind Komponenten von Tensoren und auch das X und das P und sogar nackte Zahlen sind nachher auch einfach Tensoren, Spezialfälle von Tensoren. Ich will nachher nicht erklären, wo diese Gleichung tatsächlich herkommt, sondern erstmal nur klar machen, wie sie denn zu lesen ist, was für Größen da drin stehen. Von der Physik her geht es offensichtlich um Impuls, um Ladung, Feldstärke, elektrische, magnetische Feldstärke und um den Ort in Abhängigkeit von der Eigenzeit, Tau. Aber was hat dieses ganze Geraffel mit Indizes oben und unten zu bedeuten? Darum soll es gehen. Was man am Anfang bei der Vektorgeometrie nicht merkt, ist, dass es zwei Sorten an Vektoren gibt. Einmal die üblichen, die wir kennen. Das sind in der einfachen Vektorgeometrie diese Spaltenvektoren. Sowas hier wie 4, 5, 6 als Spalte, x, y, z. Aber es gibt genauso auch Zeilenvektoren. Sagen wir 1, 2, 3. Ich schreibe mal Semikolons dazwischen, um klar zu machen, dass das nicht 123 ist. Und Zeilenvektoren und Spaltenvektoren spielen zusammen. Ich kann das, was hier steht, lesen als Multiplikation einer Matrix mit einer Zeile und drei Spalten mit einem Vektor. Oder wenn man will, noch einer Matrix, nämlich mit einer Spalte und drei Zeilen. Und wenn ich diese Multiplikation ausführe, kriege ich eine reine Zahl raus. 1 mal 4 plus 2 mal 5 plus 3 mal 6. Will sagen 32. Die Zeilenvektoren können also auf die Spaltenvektoren wirken, sozusagen, und produzieren dabei Zahlen. Das ist eine wichtige Beobachtung. Das macht man abstrakter und kommt dabei auf den Begriff Kovariant. Der Zeilenvektor wird sowas werden wie ein kovarianter Vektor. Und Kontravariant, der Spaltenvektor, wird was werden wie ein kontravarianter Vektor. Die übliche Sorte, das sind die Spaltenvektoren, die Kontravarianten. Aber die haben eben noch Partner, die Kovarianten. Und ich sollte noch anmerken, was hier passiert ist. Kein Skalarprodukt. Ich habe nicht geschrieben 1, 2, 3, Skalarprodukt 4, 5, 6, das ist eine andere Geschichte. Hier steht ein Zeilenvektor, will sagen eine Matrix mit einer Zeile und so viel Spalten, mal ein Spaltenvektor. Hier werden zwei verschiedene Sachen miteinander multipliziert. Beim Skalarprodukt habe ich zwei Vektoren desselben Typs. Da kommen wir später nochmal zu. Das ist dann der Begriff der Metrik. Also diese beiden nicht durcheinander werfen. Aktuell kommt dasselbe dabei raus, aber das wird nicht so bleiben. Das Ganze abstrakt betrachtet. Ein reeller Vektorraum, da heißt dann typischerweise V, den gucke ich mir an. Irgendeinen reellen Vektorraum. Darin zwei Vektoren. Ich schreibe mal keine Pfeile über diese Vektoren, weil es jetzt mathematisch wird. Das sieht gleich mit Pfeilen höchst komisch aus. In der Mathematik schreibt man die Vektoren ohne kleine Pfeile über den Buchstaben. Ein reeller Vektorraum, das heißt, ich kann jeden Vektor mit einer reellen Zahl, einer beliebigen reellen Zahl multiplizieren. Zum Beispiel kann ich den Vektor a verdoppeln. Das hier wäre 2a. Und ich kann zwei beliebige Vektoren addieren. A und b. Hier wird die Summe liegen, a plus b. Diese beiden Operationen, das Multiplizieren mit reellen Zahlen und die Addition von Vektoren, die sind eingebaut in diesen Begriff reeller Vektorraum. Das muss gehen in jedem Fall und es müssen die üblichen Rechengesetze gelten. Dass die Reihenfolge der Addition egal ist, dass ich Produkte ausklammern kann, 2 mal a plus b ist 2a plus 2b und so weiter. Das macht den Begriff Vektorraum aus. Das sollen meine normalen Vektoren sein. Die haben die Rolle, die bisher die Spaltenvektoren hatten. Und zu diesen normalen Vektoren gibt es Partner.
Diese Partner heißen Kovektoren und die bilden den dazu dualen Vektorraum. Das ist also die Menge der sogenannten Kovektoren. Kovektoren sind nichts anderes als Linearformen. Noch ein neues Wort. Was sind Linearformen? Linearformen sind lineare Abbildungen vom ursprünglichen Vektorraum nach den reellen Zahlen. Drei Begriffe für dasselbe: Kovektoren, Linearformen, lineare Abbildungen vom ursprünglichen Vektorraum nach den reellen Zahlen. Und alle zugegebenermaßen ziemlich abstrakt. Ich zeige mal, wie man sich diese Kovektoren vorstellen kann, grafisch vorstellen kann. Lineare Abbildungen vom ursprünglichen Vektorraum nach den reellen Zahlen, das sind sowas wie schiefe Ebenen. Ich male mal den Ursprung ein. Wie kann ich schiefe Ebenen darstellen? Mit Höhenlinien tue ich das. Hier soll meine Funktion die ganze Zeit 0 sein, entlang dieser Linie. Entlang dieser Linie soll sie 1 sein. Entlang dieser Linie soll sie 2 sein, entlang dieser Linie soll sie 3 sein, dann wird sie wohl offensichtlich entlang dieser Linie sinnvollerweise minus 1 sein sollen und so weiter. Anderthalb ist sie hier, Pi ist sie da. Die Höhenlinien einer schiefen Ebene. Die steigt also hier an, nach rechts oben und sie fällt hier ab nach links unten. Das nenne ich einen Kovektor. Diese Funktion nenne ich einen Kovektor. Sagen wir C. Diese Kovektoren sollen auch wieder einen Vektorraum bilden. Das heißt, ich muss sie mit reellen Zahlen multiplizieren können und ich muss sie addieren können. Das gucken wir uns an. Was ist das Doppelte von diesem Kovektor namens C? Ich nehme natürlich einfach überall die doppelte Höhe. Wo hier der Kovektor C gleich 1 ist, sage ich, an denselben Stellen ist 2c natürlich jetzt 2. Wo mein Original 0 war, bleibt das doppelte 0, kein Unterschied. In der Mitte hier, wo mein Original ein halb war, wird 2c nun 1 werden. Hier wird es minus 1 werden, auf der halben Strecke zum minus 1 beim Original und so weiter. Das ist eine sehr plausible Art, ein Vielfaches von einem solchen Kovektor zu bilden. Ich multipliziere die Höhe. Damit ich die Addition vorführen kann, brauche ich noch einen zweiten Kovektor. Sage mal, hier soll der 0 sein. Hier soll er 1 sein. Hier soll er 2 sein, dann wird er hier irgendwo minus 1 sein. Und nun überlege ich mir, was die Summe ist von C und D. Und ich summiere natürlich schlicht und ergreifend die Höhen. Hier sind beide zusammen gleich 1. D ist 0, C ist 1. Dann ist hier die Summe aus beiden 1. Hier unten ist sie aber auch 1. C ist 0. D ist 1, hier ist sie auch 1. Und wenn man noch ein bisschen nachdenkt, stellt man fest, entlang dieser Geraden ist die Summe 1. Hier ist C gleich 2, hier ist D gleich 1, das heißt, hier ist die Summe 3 und hier ist C gleich 1, hier ist D gleich 2, hier ist die Summe auch 3. 2 Minuten nachdenken. Entlang dieser kompletten Geraden wird die Summe 3 sein. Hier zwischen wird offensichtlich 2 sein. Hier müssen wir durchgehen. Parallel und haben 0, minus 1 auf der anderen Seite. Also man kann auf ziemlich dumme Weise diese Kovektoren mit Zahlen multiplizieren und zueinander addieren. Und natürlich gelten dabei die üblichen Rechengesetze. Das ist kein Wunder. Warum sind das jetzt Linearformen, lineare Abbildungen vom Vektorraum nach den reellen Zahlen? Das soll ja heißen, dass diese Kovektoren die normalen Vektoren linear nach den reellen Zahlen abbilden. Ich zeige es mal wieder an einem Beispiel. Das soll mein Kovektor namens C sein. Hier ist der 0, da ist der 1, da ist der 2, da ist der 3 und hier ist der minus 1. Und hier ist er natürlich Pi und hier ist der Wurzel 2. Ich zeichne auch nochmal zwei normale Vektoren ein aus dem üblichen Vektorraum. Den nenne ich mal A, den nenne ich B. Und nun soll ich ja sagen, wie dieser Kovektor C einen normalen Vektor zu einer reellen Zahl macht. Naja, offensichtlich macht er diesen Vektor A zur Zahl 2, alles andere wäre blödsinnig, und diesen Vektor B macht er zur Zahl 1,5. Der wird 2 und der b wird 1,5.
Auf diese Weise wirkt so ein Kovektor auf einen normalen Vektor und es kommt eine Zahl raus. Wir haben angefangen mit Zeilenvektor mal Spaltenvektor ist gleich eine Zahl. Das steckt da eigentlich dahinter. Dieser Kovektor ist sowas wie ein Zeilenvektor. Und dieses Anwenden hier ist eigentlich sowas wie das Produkt Zeilenvektor mal Spaltenvektor. Und natürlich ist das linear. Linearform heißt es ja deshalb. Linear soll heißen, wenn ich das Vielfache eines Vektors einsetze, den Vektor a hier zum Beispiel halbiere, kriege ich auch nur die Hälfte raus. Dieses Vielfache kann ich ausklammern. Das ist ein Teil der Linearität. Und der zweite Teil der Linearität ist, wenn ich eine Summe einsetze, dass ich dann die Summe rauskriege der Anwendungen für alle reellen Zahlen Lambda und für alle Vektoren a, b. Alle Vektorräume haben die Eigenschaft, dass man nur ein paar Vektoren braucht, um alle anderen daraus zu bilden. Und wenn man diesen Satz an Vektoren, aus denen man alle anderen bildet, minimal macht, dass kein Vektor davon übrig ist, heißt das dann eine Basis. Dieses hier, diese beiden Vektoren, wären zum Beispiel eine Basis, um alle Vektoren in der Ebene zu bauen. Diesen Vektor hier, nennen wir ihn A, den kann ich zum Beispiel bilden, indem ich 1,3 mal E1 nehme und sagen wir 1,2 mal E2. Analog geht das mit allen Vektoren in der Ebene. Jeden, egal welchen ich nehme, kann ich mit diesen beiden ausdrücken. Und um alle Vektoren der Ebene zu bilden, kann ich nicht nur E1 nehmen oder nur E2 nehmen. Ich brauche beide. Das heißt, die Menge hier aus diesen beiden ist eine Basis. Gegeben eine Basis eines Vektorraums, kann man sich nun überlegen, wie man eine Basis für den Dualraum bekommt. Ich habe also eine Basis für mein V. Ich schreibe mal ausdrücklich eine unterstrichen Basis. Es gibt unendlich viele Basen. Alle werden zwei Elemente haben für diesen Vektorraum. Nachher in der Relativitätstheorie haben wir natürlich Basen mit vier Elementen. Es geht um vier Dimensionen. Hier geht es um zwei Dimensionen. Zu dieser gegebenen Basis kann ich nun eine Basis bauen, mit der ich alle Kovektoren bilden kann. Die hat jetzt zwei Elemente in diesem Fall und diese beiden Elemente nenne ich nicht sehr überraschenderweise E hoch 1. Dieses Hochstellen sieht man gleich, ist ein raffinierter formaler Trick. Und das zweite Element nenne ich E hoch 2. Also ich meine ausdrücklich hier nicht das Quadrat, sondern das zweite Element aus dieser Basis. Das mit dem Hochstellen ist nur ein formaler Trick. Wie gesagt, gleich sieht man, warum es raffiniert ist. Dieses wird eine Basis von V Stern werden, dem dualen Raum, und zwar die zu der ersten Basis, duale Basis. Jedes dieser beiden Elemente soll ja jetzt eine lineare Abbildung sein. Es soll einen Originalvektor nehmen aus V und eine reelle Zahl draus machen. Und der Gedanke ist ganz banal, welche reelle Zahl soll draus gemacht werden? Die Zahl, die hier als Komponente vor dem jeweiligen Basisvektor steht. Also wenn ich E oben 1 anwende auf A, dann soll die 1,3 rauskommen. Und wenn ich E oben 2 anwende auf A, dann soll die 1,2 rauskommen. Ich male mal zuerst E oben 1 ein. Auf dieser Geraden enden alle Vektoren, die einmal E1 drinnen haben. Einmal E1 plus so und so viel mal E2. Das heißt, entlang dieser Geraden ist E oben 1 gleich 1. Hier steht dann einmal E1 plus irgendwas mal E2. Hier ist das 0. Ich habe 0 mal E1 plus so und so viel mal E2. Hier wird es minus 1 sein. Und hier wird es 2 sein. 2 mal E1 plus so und so viel mal E2. Analog für E oben 2. Ich male auch mal E oben 2 ein. Entlang von dieser Geraden ist kein Anteil von E2 drin. Diese Vektoren hier entlang dieser Geraden sind so und so viel mal E1 und 0 mal E2. Hier ist der Kovektor E oben 2 gleich 0. Entlang dieser Geraden ist einmal E2 drin. Einmal E2 plus so und so viel mal E1. Hier oben haben wir noch ein Stückchen von einer Geraden, wo E oben 2 gleich 2 ist. Hier unten ist E oben 2 gleich minus 1. So spielen die beiden Basen Hand in Hand.
Also zu einer gegebenen Basis des Originalvektorraums kann ich eine duale Basis des dualen Raums hinschreiben, der einfach immer nur diese Komponenten rauspickt. Was heißt das rechnerisch? E oben 1 angewendet auf den Originalbasisvektor Nummer 1. Was ist die E1-Komponente? Verrät mir das ja hier. Von dem E1-Basisvektor, na schön, natürlich 1. Was ist die E2-Komponente von dem E1-Basisvektor? Natürlich 0, da ist kein E2 drinnen. Was ist die E2-Komponente von E2? Natürlich 1, denn da ist genau einmal E2 drin und so weiter. Allgemein, wenn man das mit mehr Dimensionen macht, wird es dann so aussehen. Ich nehme den Vektor Nummer k aus der dualen Basis, wende den an auf den Vektor Nummer l aus der Originalbasis. Was werde ich rauskriegen? 1 oder 0? 1, wenn ich k gleich l habe, 1, 1, 2, 2. Und 0 sonst, wenn die nicht übereinstimmen. Dafür gibt es einen kurzen Namen, Delta KL, das nennt sich das Kronecker-Delta. Also dieses Symbol, das kleine griechische Delta, oben K, unten L, ist so definiert, dass es 0 ist, wenn dieses K und das L verschieden sind, und dass es 1 ist, wenn es dieselben sind. Natürlich müssen hier nicht zwangsläufig K und L dran stehen, dann könnten auch J und I oder Alpha und Beta dran stehen. Dasselbe Phänomen dann. Nun gibt es aber unendlich viele Basen. Ich kann diese Basis nehmen oder ich kann eine ganz andere nehmen. Zum Beispiel diese Basis hier mit E1' und E2'. Aus diesen beiden Vektoren kann ich auch alle Vektoren der Ebene bilden. Und in der Physik muss egal sein, welche Basis ich nehme. Die Basis ist was Handgemachtes, was ich benutze, um Koordinaten einzuzeichnen. Was passiert, darf nicht von meinem Koordinatensystem abhängen. Deshalb interessiert man sich dafür, was passiert, wenn man auf eine neue Basis transformiert. Die Physik muss dieselbe bleiben. Diesen ersten neuen Basisvektor, den muss ich mit den alten ausdrücken können. Ich schreibe das jetzt mal allgemeiner hin, in n Dimensionen. Es muss sein, so und so viel mal der erste ursprüngliche Basisvektor plus so und so viel mal der zweite ursprüngliche Basisvektor plus so und so viel mal der letzte, ich sag mal Nummer n, ursprüngliche Basisvektor. Wenn ich jetzt wissen will, welche Komponente, welche Zahl hier vor dem ersten Basisvektor steht, kann ich ja wieder meinen dualen Basisvektor dazu nehmen. Der sagt mir das. E oben 1 angewendet auf den gibt mir, was hier vorne drinnen steht. Um den hier zu wissen, nehme ich E oben 2 angewendet auf den und so weiter. Da steht also zum Schluss etwas wie folgendes. Diese Zahl hier, Kovektor angewendet auf Vektor, gibt eine Zahl, die Komponente, den Anteil, also E oben 1 angewendet auf den ersten Basisvektor der neuen Basis, mal diesen Vektor E1, Zahl mal Vektor, plus diese Zahl, der zweite Vektor der ursprünglichen dualen Basis, angewendet auf den ersten Vektor der neuen Basis, eine Zahl mal den zweiten ursprünglichen Basisvektor, plus und so weiter, plus und hier steht dann als letztes die Nummer n, angewendet auf E1' mal en. Das schreibt man professionellerweise mit einem Summzeichen und formuliert es sowieso allgemeiner, wenn ich hier nicht den ersten neuen Basisvektor zerlegen will, sondern den mit der Nummer l. Dann kriege ich eine Summe über n Dinger. Ich nummeriere durch mit k, k gleich 1 bis n. K gleich 1, 2, k gleich n. Ich nehme den so und so vielten Vektor aus der dualen Basis, e oben k, wende ihn an auf den Vektor, der hier steht. Eben war es e1', jetzt ist es el'. Und multipliziere mit dem so und so vielten Vektor der ursprünglichen Basis, ek. Das ist das Transformationsverhalten. Wie werden die alten Basisvektoren zu den neuen Basisvektoren? Ich habe hier so eine Summe und diese Faktoren. Das nennt sich kovariantes Transformationsverhalten. Es variiert mit der Basis, ko. Ich gucke mir ja an, was die Basis macht. Also, deshalb ist das die Definition vom kovarianten Transformationsverhalten. So transformiert sich die Basis.
Die Größen, die sich auf dieselbe Art transformieren, von einer Basis zur anderen, die heißen dann eben kovariant, weil sie mit der Basis gehen. Die Basis geht so. Die normalen Vektoren gehen allerdings gegen die Basis, kontravariant. Das gucken wir uns an. Gegeben einen normalen Vektor aus dem Vektorraum V, den zerlege ich in Basisvektoren. So und so viel mal E1 plus so und so viel mal E2 plus und so weiter. So und so viel mal En. Jeweils die Vektoren der normalen Basis. Also kurz gesagt, die Summe von K gleich 1 bis N. So und so viel mal Ek, der k-te Vektor der normalen Basis. Und jetzt schreibt man, damit es formal gleich hübsch ist, A oben k für die Komponenten. Also hier steht A oben 1, A oben 2, A oben n. Es soll nicht heißen A hoch k, sondern die Komponente Nummer k. In einer anderen Basis sieht derselbe Vektor so aus. Die Basisvektoren sind ej' von der Basis, ich summiere über j, hätte auch weiter über k summieren können, nur das ist gleich raffinierter, wenn ich dieses hier j nenne. Und er hat im Zweifelsfall andere Komponenten. Ich schreibe mal a' oben j. Derselbe Vektor, aber er ist nicht mehr 5 mal e1 plus 7 mal e2, sondern weil sich die Basisvektoren geändert haben, brauche ich andere Komponenten. Und jetzt lasse ich mal den älteren Vektor der neuen dualen Basis drauf los. E' oben L. Der älte Vektor der neuen dualen Basis. Angewendet auf meinen Vektor A. Was ist der Job von diesem dualen Basisvektor? Der pickt mir heraus, wie viel mal E' unten L in A drinnen ist. Wie viel mal ist E' unten L in A drinnen? A' oben L. Da kommt also in jedem Fall raus A' oben L. Alternativ kann ich mir aber auch angucken, wie A denn zusammengesetzt ist. Hier steht also E' oben L angewendet auf diese Summe. Und nun habe ich einen Kovektor angewendet auf eine Summe von Zahlen mal Vektoren. Das soll ja linear sein. Die Summe kann ich davor ziehen, diese Zahlen kann ich davor ziehen. Macht also die Summe k gleich 1 bis n, a oben k, e Strich oben l, angewendet auf ek. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Transformation von eben. Beim kovarianten Transformationsverhalten steht da ein Vektor aus der alten dualen Basis angewendet auf einen neuen Basisvektor. Hier aber ist es genau umgekehrt. Ein Vektor aus der neuen dualen Basis angewendet auf einen alten Basisvektor. Das hier ist kontravariantes Transformationsverhalten. Man sagt, dass diese Komponenten A oben K kontravariant transformieren. Und, was vielleicht etwas verwirrend ist, man nennt A einen kontravarianten Vektor. Eigentlich ist ja nicht wirklich A kontravariant, sondern seine Komponenten transformieren kontravariant. Wir haben also gelernt, dass die eigentlichen Vektoren, die aus dem Originalvektorraum, kontravariant sind. Ihre Komponenten ändern sich gegen die Basis. Es gibt aber auch Vektoren, deren Komponenten sich mit der Basis ändern, nämlich die Kovektoren. Die aus dem dualen Vektorraum. Wenn ich so einen Kovektor einmal mit der Originalbasis schreibe, also so und so viel mal die Vektoren der dualen Basis, e oben k, und diese Komponenten hier nenne ich natürlich jetzt sinnvollerweise b unten k, und ich schreibe denselben Vektor auch in einer anderen Basis, dann haben wir e Strich oben j, und dann analog die Komponenten b' unten j, kann ich jetzt versuchen, einen Zusammenhang zwischen diesen bk und den b'j zu finden. Ich wende mal diesen Kovektor an auf das älte Element der neuen Basis. Neue Basis, e' und dann die Nummer l. Ich nehme mal erst diese Form von b. Dann steht hier also die Summe
J gleich 1 bis n, b' unten j, e' oben j angewendet auf e' unten l. Hier habe ich ein Element der dualen Basis angewendet auf ein Element der Originalbasis. Das war unser Kronecker-Delta. Wenn j gleich l ist, kommt hier 1 raus. Wenn j ungleich l ist, kommt 0 raus. Ein Element der dualen Basis pickt gerade immer das eine Element, was dazu gehört, aus der normalen Basis heraus. Das heißt, von dieser Summe hier bleibt nur ein einziger Summand übrig, nämlich der, wo j gleich l ist. Dann steht hier bl Strich mal 1. Hier haben wir also bl Strich. Ich hatte diese Zerlegung angewendet. Ich kann aber auch diese Zerlegung anwenden. Dann steht hier, das ist die Summe über k gleich 1 bis n, b unten k und jetzt e oben k angewendet auf e Strich unten l. Und jetzt gucken wir uns an, was da steht. B-L kann ich also so ausrechnen. B-L kriege ich, indem ich die BK mit diesen Zahlen multipliziere und dann aufsummiere. Der Vektor der alten dualen Basis außen, der Vektor der neuen Basis innen, wir gucken zurück, das ist kovariantes Transformationsverhalten. Die Komponenten eines Kovektors, eines Vektors aus dem dualen Vektorraum, transformieren also kovariant. Deshalb nennt man dann diese Vektoren auch kovariante Vektoren, obwohl es ja eigentlich ihre Komponenten sind, die kovariant sind. Und jetzt können wir zu den Dingern mit ganz vielen Indizes kommen, unten wie oben. Das sind die wahren Tensoren. Diese Zahlen hier, a oben, i, j unten, k, l, m, sind die Komponenten eines Tensors, und zwar ist er kontravariant von der Stufe 2 und er ist kovariant von der Stufe 3. Insgesamt hat er die Stufe 5. Im Englischen heißt Stufe Rank, was das Ganze etwas verwirrend macht, weil es ja auch den Begriff Rank für eine Matrix gibt, der aber komplett was anderes bedeutet. So eine Sammlung von Zahlen, das sind ja lauter Komponenten mit Indizes dran, so eine Sammlung von Zahlen heißt dann Komponenten eines Tensors, wenn sie richtig transformiert. Kovariant in jedem dieser Indizes und kontravariant in jedem dieser Indizes. Das heißt, diese Komponenten müssen in einer anderen Basis dann so aussehen. A' nenne ich die mal. Oben PQ, unten RST für die ganz vielen Indizes. Ich nehme die Originalkomponenten I, J, K, L, M. Die sollen jetzt kontravariant in I, J sein. Also muss hier sowas stehen wie E' von E für das I. Das I muss dann hier unten hin. Das E' muss da ein P haben. Das macht die kontravariante Transformation in diesem Index I, wie wir es vorher für einen ganz normalen Vektor hatten. Und hier natürlich noch eine Summe. I gleich 1 bis n. Aber in diesem Index j soll dasselbe passieren. Also e Strich ej. Dieses Strichvektor braucht das q. Und ich summiere über alle j auch noch von 1 bis n. Kovariant in klm heißt, da brauche ich jetzt noch einen Faktor. Ich schreibe mal hier unten direkt weiter. Das soll nur ein Produkt sein. A mal e. Und hier unten geht es weiter. Ein Produkt e und jetzt das Strich innen drinnen. Kovariant halt. Und wenn man nachguckt, wie kovariante Transformationen gingen, hier gehört das k hin, dieser Index. Darüber wird summiert. Und das, was rauskommt, das r, gehört dahin. Und genauso für s und t, beziehungsweise l und m. Hier kommt also das l hin von e'S. Und ich summiere auch noch über l. Und hier kommt das m hin von e'T. Und ich summiere über m. Wenn ich eine Sammlung an Zahlen, Komponenten habe, die sich so transformiert von einer Basis zur nächsten, egal auf welche Basis ich gehe, dann ist das ein Tensor. Dann beschreiben diese Zahlen einen Tensor. So wie vorher die Zahlen einen Vektor beschrieben haben, beschreiben sie dann hier einen Tensor. In diesem Fall kontravariant zweiter Stufe und kovariant dritter Stufe. Die Vektoren sind ein Spezialfall. Kontravariant erster Stufe, kovariant nullter Stufe und umgekehrt. Und auch die nackten Zahlen, die Skalare, sind ein Spezialfall.
Wenn ich Stufe 0, Stufe 0 habe, steht hier gar nichts und die Zahl ist dasselbe im neuen System, wie sie im alten System war. Das ist eine Verallgemeinerung von Skalaren und Vektoren. Und obendrein haben wir mal ordentlich drüber nachgedacht, dass es zwei Arten von Vektoren gibt. Wie kann man nun aus gegebenen Tensoren neue Tensoren bauen? Oder zum Beispiel aus Vektoren Tensoren bauen? Ich kann auf jeden Fall erstmal addieren. Wenn ich einen Tensor habe, oben KL, unten M, und einen anderen Tensor habe, oben L und dann unten M und oben K, zum Beispiel wild gewürfelt, kann ich die addieren und kriege wieder einen Tensor. Die Summe wird dasselbe Transformationsverhalten haben. Das klappt natürlich nicht, wenn mir hier zum Beispiel ein Index fehlt. Das würde nicht funktionieren. Ich muss gleichartige Tensoren haben. Dann kriege ich damit einen neuen Tensor, zum Beispiel A, K, L, oben und unten M. Das ist eine Verallgemeinerung der Vektoraddition. Ich kann Tensoren multiplizieren. Wenn ich einen Tensor habe, M oben, K unten, und multipliziere jede von diesen Komponenten mit der Komponente F, L oben meines anderen Tensors, offensichtlich ein kontravarianter Vektor hier, kriege ich ein Ding, das sich transformiert wie ein Tensor, unten K, oben L, oben M. Ich kann auch einzelne Vektoren nehmen, zum Beispiel einen kontravarianten Vektor H mal einen kovarianten Vektor M mal einen kontravarianten Vektor J und kriege einen Tensor von der Sorte oben K, oben L, unten M. Ich habe hier extra L und M mal vertauscht, um klarzumachen, dass die Reihenfolge der Indizes noch ein Thema für sich ist. Das hier wäre, was man als Tensorprodukt von Vektoren bezeichnet. Dieses Produkt von Tensoren ist eine Verallgemeinerung davon. Und es ist eine Verallgemeinerung des üblichen Produkts mit Zahlen. Wenn ich eine einfache Zahl habe, mal einen etwas komplizierteren Tensor, RS unten, Q oben und noch einen Tensor, P unten, dann kommt hier auch wieder ein Tensor raus. Jetzt hat der vier Indizes und die können im Zweifelsfall auch andersrum stehen. Man muss aufpassen, wie sie gerade gemeint sind. Der Tensor, der rauskommt, hat auch wieder die Indizes RSP unten, Q oben. Aber im Zweifelsfall muss man aufpassen, in welcher Reihenfolge die da stehen. Die könnten zum Beispiel so stehen. Und dann gibt es noch die Kontraktion. Das ist die Verallgemeinerung von dem, womit wir gestartet sind. Zeilenvektor mal Spaltenvektor gibt eine Zahl. Geben ein Tensor mit zwei Indizes unten, geben ein Vektor mit einem Index oben, kann ich einen Index unten und einen Index oben gleichsetzen und darüber summieren und kriege in diesem Fall nur noch einen Vektor raus. Das K ist raus, ich kriege nur noch einen Vektor, einen Kovariantenvektor in diesem Fall. Oder etwas komplizierter, ich nehme einen Tensor mit zwei Indizes unten, zwei Indizes oben und einen Tensor mit einem Index oben, zwei Indizes unten. Ich nehme vielleicht diesen Index hier und den Index für die Kontraktion und auch diesen Index und den am selben Tensor für die Kontraktion. Summiere über diese beiden, also über P und über Q. Und die anderen lasse ich über. Sagen wir hier K, M und L. Dann kommt ein Tensor raus von der Form S, K, L, unten, oben M. Oder je nach Definition, was man gerade baut, vielleicht auch das M an der ersten Stelle, aber auf jeden Fall oben. Oder ganz schlicht, ich nehme einen Kovarianten-Tensor mit Komponenten B unten K, einen Kontravarianten-Tensor mit Komponenten oben K, summiere über das K und habe eine Zahl raus, ein Skalar oder ein Tensor nullter Stufe. Da kommt das Ganze ja eigentlich her. Fußnote, streng genommen ist eigentlich nur das, was hier dem P passiert, eine Kontraktion. Ein und derselbe Tensor wird um zwei Stufen runtergesetzt. Das ist eigentlich die Kontraktion. Ich habe hier schon stillschweigend das Tensorprodukt mit eingebaut. Ich bilde das Tensorprodukt und kontrahiere das Tensorprodukt. Das ist Formalkram. Nachher weiß man einfach, was man machen kann mit den Tensoren.
Man kann sie miteinander multiplizieren, wenn die Indizes alle verschieden bleiben, unabhängig bleiben voneinander. Oder man kann zwei Indizes gleichsetzen, einen oben, einen unten, egal wo, und über diesen Index dann summieren. Und weil das so häufig vorkommt, das Summieren über gleiche Indizes oben und unten, gibt es die Einsteinsche Summenkonvention, dass man sagt, wir schreiben diese Summen gar nicht hin, das nervt ja nur. Wenn ein Index unten steht und derselbe Index steht oben, dann heißt das gefährlichst, darüber wird summiert. Und im Ergebnis fliegt der Index dann raus. Und noch eine Konvention, wenn die Indizes griechische Buchstaben sind, Alpha, Beta, Gamma, Lambda, Mu, Nu auch gerne, dann heißt das stillschweigend, dass die von 0 bis 3 laufen. 0 für die Zeitkomponente, 1 für die X, 2 für die Y und 3 für die Z-Komponente. Ein Beispiel, der Drehimpulstensor. Erstmal der klassische Drehimpuls. Der heißt gerne groß L und ist Ortsvektor R, Kreuzimpulsvektor P. Also in Komponenten hingeschrieben, X, Y, Z. Kreuz, X-Komponente vom Impuls, Y und Z-Komponente vom Impuls. Macht also Y mal PZ minus Z mal PY und in der Y-Komponente Z mal PX minus X mal PZ und in der Z-Komponente X mal PY minus Y mal PX. Dieses muss in vier Dimensionen auch irgendwie gehen. Der Ärger ist, dass man in vier Dimensionen kein Vektorprodukt mehr hat. Was wir brauchen, ist sowas Antisymmetrisches. Wenn ich die Komponenten austausche im Original, dann muss hier das Negative rauskommen. YZ, ZY mit einem Minuszeichen dazwischen. Man probiert Folgendes. Ich nehme X oben μ, P oben Nü minus das Umgekehrte, X oben Nü, P oben Mü. Hier steht das Tensorprodukt zweier kontravariante Vektoren. Hier steht auch das Tensorprodukt zweier kontravariante Vektoren. Die beiden darf ich voneinander abziehen. Gibt schon wieder einen Tensor. Den Tensor hier nennt man L oben Mü Nü, der Drehimpulstensor. Ein Tensor zweiter Stufe kontravariant. So wie ich es hingeschrieben habe. Und er ist obendrein antisymmetrisch. Wenn ich diese Indizes vertausche, μ und nü, ändere ich das Vorzeichen. Es ist also gleich minus L nü μ. μ läuft von 0 bis 3, nü läuft von 0 bis 3. Ich habe 4 mal 4, 16 Zahlen, 16 Komponenten sind das hier. Das könnte man als Matrix hinmalen mit 4 mal 4 Einträgen. Ich schreibe das mal so auf, dass in diese Richtung der Index μ läuft, 0, 1, 2, 3. Und dass in diese Richtung der Index nü läuft, 0, 1, 2, 3. Wenn die beiden gleich sind, μ gleich 0, nü gleich 0 zum Beispiel, x oben 0, p oben 0 minus x oben 0, p oben 0, kommt 0 raus. Hier kommt natürlich auch 0 raus, da kommt 0 raus. Lauter Nullen auf der Diagonalen. Das muss automatisch so sein für einen antisymmetrischen Tensor. Wenn μ gleich 1 ist und nü gleich 2 ist, habe ich hier x oben 1, das ist die x-Komponente, nicht y, nicht z und nicht Zeit, die x-Komponente und hier habe ich p2, die y-Komponente und hier umgekehrt. Hier steht also x py minus y px. Will sagen, die Z-Komponente vom Drehimpuls. Genauso kann man sich klar machen, dass hier die X-Komponente vom Drehimpuls stehen wird und hier wird minus die Y-Komponente vom Drehimpuls stehen. Unterhalb der Diagonalen steht dasselbe wie oberhalb, nur mit einem Minuszeichen. Wenn ich die beiden Indizes vertausche, kommt ja das Negative raus, ein antisymmetrischer Tensor. Und hier oben in der Zeile Nummer 0 und hier links in der Spalte Nummer 0, gibt es noch was Neues, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir ging es nur darum, hier mal vorzuführen, wie man nun aus einfachen Vektoren einen Tensor bauen kann. Jetzt können wir zurück zur Gleichung vom Anfang. Was hat das zu bedeuten? Zuallererst sieht man hier ein Index Beta unten, ein Index Beta oben. Hier gilt die Summationskonvention, und zwar von 0 bis 3. Griechische Indizes laufen von 0 bis 3. Hier steht
x oben Beta, der ganz normale Vierer-Ortsvektor. Genauer gesagt, die Komponenten des Vierer-Ortsvektors. Die sind automatisch dann auch kontravariant. Das ist ja ein normaler Vektor. Hier haben wir den Feldstärketensor und der ist so, wie er hier steht, kovariant zweite Stufe. Das Q, die Ladung, ist ein ganz schlichter Skalar, eine reine Zahl. Und hier steht vorne als Ergebnis die Ableitung vom Viererimpuls. Allerdings steht er hier als kovarianter Vektor. Das ist noch ein Thema für sich. Das kommt demnächst. Wie mache ich aus dem Kontravarianten einen kovarianten Vektor? So eine Form einer Gleichung hier, die nennt man Manifest-Kovariant. Manifest für handgreiflich gemacht. Hier kann ich mit Händen greifen, dass meine Größen sich kovariant transformieren. Oder kontravariant, an der Stelle ist man ein bisschen usselig im Ausdruck. Also hier gibt es auch kontravariante Größen drin, aber trotzdem nennt man diese Gleichung dann Manifest-Kovariant. Alle physikalischen Gesetze muss ich in so einer manifest-kovarianten Form schreiben können, sonst habe ich irgendwas falsch gemacht. Das wäre so, als ob ich zum Beispiel sage, irgendein Vektor ist gleich 42. Das kann nicht funktionieren. Es müssen also die Einheiten stimmen, von denen ist ja gar nicht die Rede, und es muss das Transformationsverhalten stimmen. Und selbst dann ist noch nicht gesichert, ob die Gleichung auch sinnvoll ist, aber mindestens das Transformationsverhalten und die Einheiten müssen schon mal stimmen. Was nicht erlaubt wäre, wäre, wenn hier ein Quadrat stünde, f und ein Alpha Beta ins Quadrat. Das würde sich nicht richtig transformieren. Oder wenn der Sinus stünde von f Alpha Beta, das würde auch nicht richtig transformieren. Oder wenn ich zwei Paar Schuhe addiere, wenn da sowas stünde wie f unten Alpha Beta plus x Beta. X Beta transformiert auf seine Weise, f Alpha Beta auf seine Weise zusammen, wird das Murks. Oder wenn dieser Index Beta dreimal vorkäme, oder wenn das Alpha hier oben stünde und auf der linken Seite unten stünde und so weiter und so weiter. All das wäre nicht manifest kovariant. Wenn man solche Ausdrücke drinnen hat, in seinen Gesetzmäßigkeiten, weiß man, irgendwas ist schiefgelaufen.